Im Blickpunkt des Interesses der Kanu-Rennsportler Anfang September, der Pancerevo-Stausee bei Sofia, auf dem es um die weltbesten Kajak- und Kanadierfahrer ging. Auf dem Weg zu ihrer zweiten WM-Medaille, Matern Olbricht DDR. Nachdem sie sich bereits über 500 Meter den Titel gesichert hatten, errangen sie über 1000 Meter die Silbermedaille und trugen wesentlich zum insgesamt guten Abschneiden unserer Kanuten bei der WM 77 bei.